In diesem Video besprechen wir, wie man mit Word Quellen verwalten kann, wie man Literaturverzeichnisse erstellen kann und wie man Zitate in den Text einfügen kann. Eines gleich mal vorweg, es wird nicht primär darum gehen, wie richtig zitiert wird. Das ist jetzt auch nicht gar nicht die Aufgabe des Informatikunterrichts in der 5. Klasse schon gar nicht, sondern das lernt ihr dann in der 7. Klasse in einem eigenen Fach. Ich glaube, das ist eine unverbindliche Übung, die ihr dann doch verbindlich besuchen müsst. Und zwar ist das, glaube ich, Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten oder so irgendwie heißt dieser Kurs. Und da lernt ihr, wie ihr richtig zitiert. Hier geht es um die technische Umsetzung in Word. Ich zeige euch hier zwei Arten der Zitierung. Einerseits, wie ich direkt im Text die Zitate einfüge, wird oft auch als Harvard-Style bezeichnet, oder den deutschen Zitierstil, wo man die Zitate in der Fußnote einfügt. Bevor ich überhaupt Zitate einfügen kann, also vielleicht ganz kurz, was sind Zitate überhaupt für diejenigen, die es wirklich noch gar nicht gehört haben. Wenn ich eine Arbeit schreibe, ob es jetzt da ist die vorwissenschaftliche Arbeit oder eine Arbeit auf der Uni oder generell später mal wissenschaftlich arbeite, dann quasi beginne ich ja kaum etwas von vorne zu erarbeiten, also quasi als Erster, sondern es gibt ja meistens bereits Leute, die bereits geforscht haben und bereits Bücher zu dem Thema geschrieben haben. Und wenn man dann selbst eine Arbeit schreibt, dann liest man sich diese Bücher durch und fasst noch einmal den aktuellen Stand der Wissenschaft zusammen. Und dabei ist es dann wichtig, dass man eben richtig zitiert und richtig die Autoren nennt und die Bücher nennt, woher man die Quellen bezogen hat, also diese Informationen bezogen hat, weil sonst endet das Ganze in einem sogenannten Plagiatskandal. Und das wollen wir ja eher nicht, glaube ich. Gut, also das quasi sind Zitate und Quellen. Bevor ich jetzt überhaupt Zitate einfügen kann in Word, muss ich mal meine Quellen erfassen. Das heißt genau erfassen, welche Bücher habe ich verwendet, wer hat die Bücher geschrieben, welchen Jahr sind die erschienen, wer war der Verlag und so weiter. Und das geht hier oben über die Registerkarte Referenzen. Da klicke ich mal drauf. Referenzen kennen wir schon, da haben wir Inhaltsverzeichnisse und Abbildungsverzeichnisse bereits eingefügt. Und hier im mittleren Bereich finde ich Zitate und Literaturverzeichnis. Und da kann ich hier meine Quellen verwalten. Da klicke ich drauf. Ich habe bereits zwei Quellen angelegt, damit ich jetzt nicht so viel machen muss. Und jetzt fügen wir mal eine neue Quelle hinzu. Dazu klicke ich hier auf den Knopf Neu. Und ich kann hier oben einmal den Quellentyp anwählen. Da ist jetzt Buch drin und das lassen wir mal drin. Da kann ich dann auch verschiedene andere Dinge auswählen. Webseite, einen Bericht, einen Artikel in einer Zeitschrift und so weiter. Ich muss hier mal den Autor festlegen. Dazu klicke ich hier auf Bearbeiten. Der Nachname ist jetzt da zum Beispiel Huber. Vorname ist Tanja. Okay. Der Titel ist Schmackhafte Rezepte über Kartoffeln aus dem Jahr 2012, geschrieben in Graz. Und der Verleger ist der Rezepteverlag. Klick auf OK. Und jetzt haben wir die Huber Tanja hier drin. Ich kann übrigens meine Quellen im Nachhinein auch noch bearbeiten, indem ich sie anklicke, hier auf Bearbeiten klicke und die Felder bearbeite. Und manchmal ist es notwendig, dass man noch mehr Daten eingibt. Dazu kann ich hier das Hackerl setzen bei allen Literaturverzeichnisfelder anzeigen. Und dann erscheinen hier noch ganz viele Felder. Recht oft braucht man auch den Herausgeber beispielsweise oder hier unten die Seiten, wenn man quasi aus einem Sammelband heraus, wo mehrere verschiedene Berichte drin sind und einen bestimmten Bericht herauspickt, da muss man angeben, von welcher Seite bis welcher Seite dieser Bericht in diesem Sammelband liegt. Brauche ich jetzt aber hier alles nicht. Und okay, so, jetzt habe ich da meine Quelle drin. Und klick auf Schließen und jetzt kann ich zitieren. Wir machen jetzt da den ersten Zitierstil, indem ich einfach im Text drin zitiere. Wenn ich einen ganzen Absatz aus einer bestimmten Stelle habe, dann klicke ich am Ende des Absatzes hin, hinterm Punkt, klicke jetzt hier, bin noch immer bei Referenzen drin, bei Zitat einfügen und wähle mir einen der drei Quellen aus, die ich eingegeben habe, zum Beispiel den Lustigbeter. So, jetzt ist der Lustige mal drin und für gewöhnlich muss man auch angeben, auf welche, also von welcher Seite oder von welchen Seiten man das hat vom Lustig, von diesem Buch. Dazu muss ich die Quelle, dieses Zitat hier anklicken.
und erhalte dann hier diesen Pfeil. Und wenn ich diesen Pfeil anklicke, kann ich das Zitat bearbeiten und kann die Seiten angeben, zum Beispiel die Seite 12 und klicke auf OK. Und jetzt steht hier S.12 dabei für Seite 12. Man kann auch Zitate einfügen, die sich nur auf einen Satz beziehen. Das macht man. Das sind jetzt bitte alles Zitierregeln. Hat jetzt nichts mit Informatik zu tun. Dazu klicke ich innerhalb des Satzes hin, also vor dem Punkt. Mache mal zum Text hin noch ein Leerzeichen und füge dann hier mein Zitat ein, zum Beispiel die Huber Tanja. Und kann auch jetzt hier wieder Zitat bearbeiten und einfügen die Seite 124, Leerzeichen FF. Das steht für und folgende Seiten. Und klicke auf OK. Und so kann ich meine Zitate einfügen. Am Ende der Arbeit gibt es ein sogenanntes Literaturverzeichnis, wo man dann ganz genau auflistet, alphabetisch sortiert, alle Bücher, die man verwendet hat, um die Arbeit zu schreiben. Ich simuliere jetzt einmal dadurch, ich bin jetzt auf meiner ganz hinten von meiner Arbeit, die ich geschrieben habe. Und jetzt da kann ich hier neben Zitat einfügen, gibt es Literaturverzeichnis, da klicke ich drauf und wähle hier zum Beispiel dieses ganz stinknormale erste Literaturverzeichnis aus. Und dann habe ich hier alphabetisch sortiert die Huber, Tanja, den Lustig Peter, den Müller Markus mit den Büchern, wo geschrieben und welcher Verlag und welches Jahr. Und damit ist mein Literaturverzeichnis fertig. Ich kann Folgendes noch machen. Ich kann einerseits diese Überschrift hier oben, wenn ich möchte, könnte ich sie komplett weglöschen. Ich könnte auch Literaturverzeichnis umformatieren, wie ich möchte und so weiter. Ja. So ist kein Problem. Und was ich noch machen kann, ist, sollte ich noch eine weitere Quelle hinzufügen, ja, also ich gehe wieder auf Referenzen, Quelle verwalten, erstelle eine neue Quelle, zum Beispiel Hirscher, Marcel hinzufügen. Okay, Titel ist Kartoffeln und Slalomfahren aus dem Jahr 2020. Jetzt hat er ja Zeit, Bücher zu schreiben. Der kommt aus Salzburg und der Verleger ist der ÖSV. Klick auf OK. Jetzt habe ich den Marcel Hirscher auch drin. Klick auf Schließen und füge mir hier jetzt einmal als Zitat den Marcel Hirscher noch dazu mit einer Seitenzahl. Okay. So, jetzt habe ich den Marcel Hirscher auch drin. Das Problem ist, im Literaturverzeichnis ist er noch nicht drin. Daher einfach rechte Maustaste irgendwo in das Literaturverzeichnis rein und da fällt der Aktualisieren klicken und dann ist auch der Hirscher Marcel an der richtigen Position eingefügt. Gut, das war jetzt da die eine Variante, wo ich die Zitate direkt im Text einfüge. Man spricht da auch vom Harvard-Stil. Ich lösche die jetzt einmal weg. Und mache jetzt halt quasi die deutsche Variante, wo man über sogenannte Fußnoten zitiert. Das Literaturverzeichnis an sich berührt das jetzt nicht mehr. Wie mache ich es mit Fußnoten? Da klicke ich auch ganz gleich wie vorher dorthin, wo ich das Zitat, also den Verweis einfügen möchte. Zum Beispiel hier am Ende des Absatzes. Und ebenfalls, ich bin noch immer bei Referenzen drin, ein wenig weiter drüben hier, gibt es die Fußnoten. Da klicke ich einfach drauf, auf das große Fußnote einfügen. Dann erhalte ich hier diese kleinen Verweis hier, Verweis Nummer 1, und dann hier unten eine Fußnote. Und da kann ich hier mein Zitat einfügen. Ganz gleich, wie wir das vorher gemacht haben. Und dann kann ich auch hier wieder das Zitat bearbeiten und die Seitenzahl hinzufügen. Fertig. Ja? Und wenn ich noch ein zweites Zitat einfügen möchte, wieder hinklicken an die Position, zum Beispiel eben jetzt hier, die Fußnote einfügen. Und er nummeriert automatisch mit 2 weiter und dann das Zitat einfügen und die Seitenzahlen einfügen, 12 und folgende und okay. Und damit habe ich es hier jetzt über die Zitate, über Fußnoten gemacht. Das ist eigentlich alles Wissenswerte. Vielleicht noch ganz zum Schluss, weil es wichtig ist.
Prinzipiell gibt es verschiedene Zitierstile, da gibt es diesen Harvard-Style, da gibt es den Upper, also den deutschen Stil und so weiter. Das könnt ihr hier oben bei Formatvorlage auswählen, welchen Stil ihr braucht, der Upper-Stil oder zum Beispiel hier Harvard-Stil und so weiter. Da gibt es den ISO 690-Stil, den Chicago-Stil und so weiter. Das quasi wird euch entweder eh von der Uni oder von dem Verlag vorgegeben, für den ihr quasi veröffentlicht. Da müsst ihr euch keine Gedanken drum machen. Ihr müsst nur schauen, dass ihr den richtigen Stil auswählt. Was ändert sich, wenn ich den Stil wechsle? Wechseln wir jetzt zum Beispiel auf Harvard. Was ändert sich? Die Seitenzahl ist nicht mehr in Klammer gesetzt. Hier. Und hier steht statt S-Punkt für Seite steht Page. Ja, also quasi, da geht es wirklich nur um Stile. Chicago-Stil beispielsweise verzichtet komplett auf das P-Punkt. Ja. Und setzt hier die Jahreszahl ans Ende. Also wie gesagt, darüber müsst ihr euch aber keine Gedanken machen. Das wird euch hier vorgegeben, welchen Stil ihr verwenden sollt.